SPD-Fraktion an Frau Abgeordnete Wölfle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist alles in Ordnung. Frau Neumann-Martin kommt. Ja, deshalb, es ist doch alles in Ordnung. Frau Neumann-Martin spricht, wenn sie im Raum ist. Jetzt erteile ich das Wort an die SPD-Fraktion, und zwar Frau Wölfle. Frau Präsidentin, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Änderungen im Heilberufekammergesetz können wir grundsätzlich... Liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich Sie um Ruhe bitten? Frau Wölfle hat das Wort und wir haben insgesamt 3 Minuten Redezeit. Deshalb wäre es gut. Ja, genau. Also den Änderungen im Heilberufekammergesetz können wir als SPD-Fraktion grundsätzlich zustimmen. Auch den Änderungen bei den Listenaufstellungen, die ja leider von der SPD kritisiert, von der FDP kritisiert werden. Einen Aspekt möchte ich ansprechen. Die Möglichkeit des freiwilligen Beitritts für Studierende, das halten wir für richtig. Aber ich frage mich schon, warum wir dann den Kammern das Recht geben sollten, die Studierenden von den Kammerwahlen auszuschließen, sowohl für das passive als auch für das aktive Recht. Also da halten wir es eher mit Willy Brandt, mehr Demokratie wagen oder auch nicht. Das hat mich ehrlich gesagt im Ausschuss nicht wirklich überzeugt, was da als Erklärung kam. Und dann freue ich mich natürlich sehr, dass Sie bei der Änderung des Landesgesundheitsgesetzes, Artikel 10, unseren Vorschlag, den Landesausschuss für Gesundheit in einen sektorenübergreifenden Landesausschuss für Gesundheit und Pflege weiterzuentwickeln, aufgenommen haben. Die Abgeordneten der Grünen und der CDU haben unseren Vorschlag ja Ende 2018 im Ausschuss abgelehnt, aber man sieht, auch dazulernen geht. Also insgesamt stimmen wir dem Gesetz zu. Aber zum Schluss muss ich doch noch eine Anmerkung machen. Das Gesetz, über das wir heute hier abstimmen, hieß ja ursprünglich Gesetz zur Errichtung einer Landespflegekammer und war eines der Prestigeprojekte von Sozialminister Lucha. Das Gesetzgebungsverfahren ging zurück auf intensive Beratungen in der Pflegeenquete in der letzten Legislaturperiode. Und es war immer klar, dass es ein Verfahren geben soll, was die Beteiligten mit einbindet, sie befragt, ähnlich wie das Rheinland-Pfalz gemacht haben. Herr Minister Lucha hat dann die von der Enquete-Kommission geforderte Befragung der Pflegekräfte allerdings so angelegt, dass am Ende ein positives Ergebnis herauskommen musste. Aber das war dem großen Teil der Befragten nicht bewusst, dass sie dann zwangsweise Mitglied sind. Die Fragen waren so, sind sie für die Einrichtung einer Pflegekammer? Da haben die Mehrheit hat dann gesagt, ja. Aber weiter später kam eine kleine Frage, würden sie dafür auch einen Beitrag zahlen? Und da war die Antwort anders. Also Zahlen lügen nicht, das stimmt einfach nicht. Also das wäre so gewesen, wenn wir es jetzt so umgesetzt hätten, dann wäre das Gesetzgebungsverfahren ähnlich ein Desaster geworden wie in Niedersachsen. Und deswegen ist gut, dass es jetzt erstmal nicht kommt, dass wir vielleicht dann nochmal in der nächsten Legislatur überlegen, dass es eine neue Befragung gibt, die einfach dann wirklich zu einem anderen Ergebnis kommt. Vielen Dank.